Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer Folge Icarus im Open World Modus. Wir sind gerade vom Himmel gefallen und werden nun versuchen, diesem Planeten zu überleben, uns eine Base aufzubauen. Und Sachen zu sammeln, Tiere zu töten, Sachen herzustellen, was man eben so macht, wenn man irgendwo gelandet ist, wo man eigentlich nicht hingehört. Und am besten erstmal irgendwelchen Wölfen aus dem Weg gehen, wenn man sie nicht umbringen kann. Spiel schon mal ein bisschen angespielt. Deswegen weiß ich auch schon, dass ich so ziemlich alles sammeln muss, was es hier gibt. Noch ein Wolf. Was grundsätzlich schon mal nicht schlecht ist, weil das Leveln hier eigentlich am Anfang nur durch Einsammeln von irgendwelchen Sachen. Abtragen hier von Steinen oder Oxid. Oder das Fällen von Bäumen funktioniert. Und Jagen ist da noch die einfachste Möglichkeit, schnell zu leveln. Das ist schon wieder ein Wolf. Hier sind mir allerdings ein paar viele Wölfe. Wo sind wir denn hier? Okay. Das ist der Fluss. Genau da lang. Wir können erstmal herstellen eine Spitzhacke und eine Steinaxt. Ich weiß nicht so recht, ob wir mit den beiden Sachen irgendjemanden hier gefährlich werden können. Der Schaden ist gleich. Der Wolf hin, ist abgehauen. Wir lassen die Wölfe hier oben erstmal Wölfe sein. Und er hat sich sogar hingelegt. Das wäre schön für ihn. Wir werden erstmal ein paar Sachen einsammeln. Um ein bisschen Progress zu machen. Was zu essen schadet auch nicht. Zum Wasser müssen wir, weil wir natürlich auch Wasser zum Überleben brauchen. Aber sobald wir genügend Erfahrung gesammelt haben, um Bogen herzustellen und Pfeile, werden wir natürlich hierhin zurückkommen, weil, wie gesagt, das Erlegen von Tieren einfachste Art ist zu leveln. Also, zumindest was ich weiß. Schon mal eine Stufe geschafft.
grobes Ziel ist es jetzt erstmal, das Sammeln von Rohstoffen und durch die Jagd bis Stufe 5 zu kommen. Auf Stufe 5 können wir dann eine Holzhütte bauen. Die uns vor den bösen Stürmen und vor Gewitter schützt. Und natürlich auch vor den Wölfen und Bären, hoffe ich. Wird da noch keiner angegriffen. Eine habe ich schon mal gebaut. Wie gesagt, kurz angespielt. Je weiter als bis zur Holzhütte bin ich aber nicht gekommen. Um hier so machen, Bäume zu fällen, weil Holz brauchen wir später viel. Wir gucken, ob wir schon Bogen und den Pfeil. Dann brauchen wir ein Lagerfeuer. Können wir auch noch Talentpunkte ausgeben? Mehr Ertrag durch Holz fällen. War es soweit? Mal eben aufessen. Fliegen auch schon die Brücke hin und her. Da ist schon wieder ein Wolf. Mal gucken, ob wir schon Pfeile herstellen können. Auch schon mal unseren ersten Wolf erlegt. Oh. Und den zweiten. Und es hat schon gereicht, um noch eine Stufe nach oben zu kommen. Dann werden wir jetzt Steinmesser nehmen. Den Verband. Bist du? Moa, noch ein Moa. Was wollt ihr denn von mir? Ich hab euch nichts getan, also geht weg. Ich weiß jetzt nicht, ob die aggressiv sind. Stein. Ein Messer herstellen. Sagt ihr was zum Anziehen? Einen einfachen Verband machen wir auch mal. Die Büffel sind, soweit ich weiß, friedlich. Wenn ich jetzt hier mal irgendwie... Oh, da sind noch mehr Wölfe. Keine Pfeile mehr. Aua, vielleicht bin ich tot.
Okay, wie lange haben wir überlebt? 10 Minuten, wenn überhaupt. Ich keine Pfeile mehr, war natürlich ziemlich dumm. Nun gut. Richtung ist schon mal gut. Das ist eine Höhle. Okay, in Höhlen war ich auch noch nicht. Also ich habe tatsächlich nur gesammelt bis Level 5 und dann wollte ich ja nicht alles alleine machen. Wir sind anscheinend alle weg. Nicht noch eine Leiche. Da liegen noch meine Baumstämme. Da wollen wir noch mal gucken, ob ich hier von meinen Sachen was wiederkriege. Den einen Wolf habe ich anscheinend noch erledigt. Da ich hier keine Anzeige sehe wegen Luft unter Wasser, gehen wir mal lieber raus. Den Pfeil. Die Wölfe weg, die anderen sind auch alle weg. Nun gut, dann wollen wir weitermachen. Nicht wohin noch Holz. Holz ist weg.
mal gucken, ob er hier irgendwo am Wasser. Unser Holzhäuschen dann hinbauen möchten. Vielleicht da vorne. Und da war ja auch irgendwo eine Höhle. Da muss es ja bestimmt irgendwas Tolles drin geben. Das so weit beiseite geräumt haben, wodurch auch die Bäume hier gefällt haben. Und die wollen wir noch. Das, was ich weiß, ist, hier können wir jetzt schon mal, einen Holzhaufen herstellen. Damit wir nicht alles mit uns rumschleppen müssen. Rummelt denn da so im Hintergrund? Warum wollen die denn immer abhauen? Das ist immer zu schwer. Dann müssen wir wieder die Holzhaufen machen. Ja, jetzt kommt ein Sturm. Das ist nicht gut für uns. Bin ich der Meinung, lassen wir das alles hier so weit liegen. Oder sammeln wir das noch ein, bevor der Sturm, dass er nachher weg ist. Schnell einen Holzhaufen machen. Wildschwein. Wildschwein ist aggressiv. Ein Schwein gehabt.
Aber damit sind wir jetzt immer schon bei Stufe 3. So, hier mit Rechtsklick drauf, dann kann man die reparieren, wenn man denn die nötigen Zutaten hat. So, und ich bin jetzt mal der Meinung, dass wir da hinten hingehen, da wo die Höhle war. Guck mal, eine Wassermelone. War doch hier, ne? Oder nicht? So, ein Wolf. Dann war die hier nicht. Hab da beim Runtergehen eine Höhle gesehen. Ich nicht? Doch, habe ich. Oder sah das nur so aus? Wiener Tee. Ah, da ist er. Gesundheit niedrig, ja. Toll. Ja, das läuft. Läuft. Das läuft super. Wahrscheinlich der erste Spieler, der innerhalb von jetzt 20 Minuten zweimal draufgegangen ist. Ja, ja, mach mal. Ja, dafür ist der Sturm jetzt gleich vorbei. Gut, wir waren gar nicht so weit davon entfernt. Was für ekelige Viecher waren das denn? Nee, irgendwas auf mich gespuckt. Oh. Was ist das für ein Todeslauf? Plus Bewegung, minus Ausdauer, minus wahrgenommene Gefahr. Sorry. Naja, wie gesagt, der Sturm ist jetzt vorbei. Ja, genau so wollte ich das. Ja, genau, da sind die blöden Viecher wieder, wollte mich verarschen. Da weg. Pfeile. Ich hab doch daneben geschossen.
Gehe ich jetzt schon wieder drauf? Ich hoffe nicht. Mit 6, 5, 4. Ne, ja, diesmal gehe ich nicht drauf. Boah. Kupfererz. Kupfererz. Ich sollte mir mal hier ein Lagerfeuer machen. Holz rein, Fleisch, Fleisch. Weg. Damit ich mal was zu essen habe und irgendwie dann auch hoffentlich Leben wieder kriege. Ja, sehr schön. Okay. Dann gehen wir erstmal nicht da rein, ne? Muss ja auch nicht sein. Wir müssen ja nicht zwingend, jetzt habe ich noch 5 Pfeile. Steine mehr. Das lässt sich zum Glück noch schnell ändern. Ist ja schon einmal fertig. Auch das zähes Fleisch. Mal guck. Ich lebe wieder. Das ist sehr gut. Alles noch roh. Plus Ausdauer, plus Max Gesundheit, plus Regeneration, plus gewonnene Erfahrung. Blöden Tee. Brauche ich bestimmt nicht. Kaffee brauche ich bestimmt irgendwann mal. Das nimmt alles nur Platz weg. Ich wollte so schnell wie möglich Level 5 werden. Läuft bei mir. Fackel wäre dann nicht schlecht. In die Höhle. Strom mache ich nicht. Widerstand, Widerstand gegen Blub. Beinschienen und Helm. Hat nur noch Arme und Füße. Ich lasse das Feuer jetzt mal hier. Da muss noch eine Wattpilber-Ziege oder so. Das esse ich Max Gesundheit. Ja, hier waren noch so viele Wölfe, so wie er da. Und da hinten ist auch noch einer. Punkte doch zumindest schnell nach oben.
16 Pfeile haben wir noch. Und noch Talentpunkte und so ausgeben, ne? Also mehr Holz, da nehme ich Max Gesundheit. Ausdauer. Ja, auch nochmal Gesundheit. Dann werde ich mich hoffentlich schon mal nicht so schnell erledigen wie vorhin. Dingen da Richtung ist richtig. Müssen wir dann gucken, dass die Wölfe immer noch hier sind. Das ist ein Elch. Den krieg ich bestimmt nicht mit der Einpfeilung geschossen. Und dann ist er weg. Aber Wölfe. Wölfe sehe ich jetzt hier irgendwie gerade keine mehr. Ist es zu hell? Ich war alle verschossen, einmal getroffen so ungefähr. Läuft. Wie viel habe ich noch? 11. Das hat funktioniert. Okay, 28 Fälle haben wir auch schon. Das ist sehr gut. Können wir dann den nächsten Schlafsack machen? Damit wir dann, falls nötig, Nächte überspringen können. Gekocht, gekocht, gekocht. So viel Fleisch, wie wir hier haben, brauchen wir aber gar nicht. Dann gehen wir eins hier mal essen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da rein soll. Und zum Schlafen werde ich da rein müssen. Oder was heißt, ja, ich muss nicht da rein. Höchstens, wenn Gewitter oder so kommt, muss ich dann wieder
was brauche, unterzustellen. Ich wollte eigentlich irgendwo da dann meine Hütte hinstellen. Hier, Tatsache. Ah, ein Tier. Da sind wir Level 4. Da hinten ist ein Bär. Der ich mach kurzer Prozess Bär. Doch nur auf Max drücken. Schon wieder los. Der Bär hin. Bär ist weg. Sind die, die hier so rumgrölen die ganze Zeit? So mit mir rumschleppen. Ah, den ja auch noch kaputt. Hm.
Das war sehr komisch. Die zwei Bäumchen hier noch. Gucken, dass sie so fällen können, dass sie nicht zwingend ins Wasser fallen. Schon wieder Punkte ausgeben. Punkte, Punkte, Punkte. Die beiden, dann wären wir damit durch. Level 5 sind, glaube ich, 4 Punkte. 2, 3, 4 oder 1, 2, 3, 4. Ich glaube ja so. Schlafsack brauche ich. Holzhammer brauche ich später auch. Die beiden dann. Ja, Arme und Füße. Dann bin ich mit der Kleidung durch. Der physische Widerstand, Kälte, Hitze und plus 5 Bewegungsgeschwindigkeit. Jetzt haben wir ja schon mal ein bisschen was, ne? 200, 400, 600, 800, 1300. Ja, kannst du mal sehen, wie viel der aushält, ey. Aber da kommt doch, glaube ich, nur noch Felsen, da kann der gar nicht weit weg.
Mit dir doch. Oh, ich brauche Wasser. Wir müssen mal was trinken. Sollen wir jetzt Salmonellen oder sowas? Durchfahren. Ja. Talent. Ich will keinen Durchfall mehr haben. Bewegung, Wasserspeicherung, Sauerstoff. Nährwerte. Geschwindigkeit beim Ducken, Knochenausbeute, Fleischausbeute. Naja, Fleisch haben wir hier noch. Ganz ehrlich, so viel Fleisch, wie man hier dann erlegt, weil man nicht anders leveln kann, kann keiner essen. Das ist sehr gut. Müssen wir nur noch Level 5 werden. Neun Stück. Ich hoffe, 9 Stück reichen. Ja, 9 Stück haben gereicht. Machen wir 12, machen wir 20. Sieht das mit Sauerstoff aus? So, ist auch egal. Rohes Fleisch. Mal gucken, wir müssen jetzt da nicht oben bei unserer Landekapsel da nicht wieder mal Wölfe sein. Ist doch jetzt Nacht. Jetzt ist hier aber immer Stille. Stein? Nö. Eisenoxid. Siliziumdioxiderz. Es zieht ein Wind auf. Das. Gämse. Da ist ein Wolf. Aber weiß ich nicht. Ein Wolf. Okay, hab ich ja nicht mal ansatzweise getroffen. Ich sehe ihn noch nicht. Jetzt sehe ich ihn. Da sind wir Level 5 und hat da gar nicht so weh getan, ne? Obwohl ich mehr oder weniger nichts gesehen habe.
Auch das war knapp. Dann bin ich mal der Meinung. Richtung passt ja ungefähr. Wir gehen mal zur Höhle. Je nachdem, wie lang das hier mit dem Wetter so ist, müssten wir dann mal einen Unterschlupf besuchen. Feuer wird ja wohl nicht mehr an sein. Das war ja ungefähr da, oder? Ist das das Feuer? Ist das Feuer immer noch an? Also, das Feuer ist immer noch an. Kocht, roh, gekocht, gefault. 33 Holz. Ja, hier bin ich also noch nicht geschützt. Bin ich hier geschützt? Könnt ihr mir natürlich auch mal Fackel herstellen. Sind Pfeile. Musste mich ja natürlich trotzdem erwischen, das blöde Viech, ne? Ja, ich habe ja genug Gesundheit. Tiefbauerzvorkommen, Eisen. Okay. Das ist hier alles? Kupfer? Gold! Was? Wieso? Hä? Das ist unfair. Eisen, Kupfer, Aluminium, Kupfer. Okay, ab hier habe ich keine Minuspunkte mehr, aber dafür Sturm. Und ab hier habe ich Minuspunkte. Durch die Höhle, aber kein Sturm. Aber minus Wasser, minus Ausdauer. Ja, minus Wasser ist natürlich gut. Minus Ausdauer ist egal, wenn ich einfach nur stehen bleibe. Also. 4 Punkte verfügbar. Wir wollen natürlich eine Hütte bauen, deswegen brauchen wir Holzbalken, Holzboden, Holzwände. Eine Holztür. Damit sind alle 4 Punkte weg. Zum Hütte bauen. Ja, wir brauchen Fasern und Holz. Fasern und Holz. Fasern und Holz. Holz haben wir ja. Ja, das genug ist, was wir drüben haben, weiß ich nicht, aber es reicht erstmal. Sturm zieht auch vorbei. Aber mit dem Holzbau fange ich dann bei der nächsten Folge an. Bis hierhin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao, ciao.